Ja, hallo zusammen zum nächsten Video der Reihe Jeder kann programmieren lernen, Grundlagen. Wir haben uns ja schon über ein paar wirklich grundlegende Dinge beschäftigt. Was uns jetzt noch fehlt, um mit dem Programmieren anfangen zu können, ist eine Entwicklungsumgebung. Und um genau die soll es jetzt gehen. Ich möchte euch zeigen, wie wir eure Java-Entwicklungsumgebung auf eurem Rechner einrichtet. Ich habe mich ja für Java entschieden, weil die Java-Plattform als solches kostenfrei ist. Wir werden auch einige Tools finden, die kostenfrei für Java nutzbar sind. Und Java läuft auf jedem System. Also egal, ob ihr Windows, Mac oder Linux habt, es wird überall laufen. Trotzdem gehe ich mal davon aus, die meisten von euch werden einen Windows-Rechner haben. Deswegen werde ich das hier jetzt an einem Windows-Rechner zeigen. Wer ein anderes Betriebssystem nutzt, der muss sich halt im Netz ein bisschen schlau machen. Da gibt es ein paar ganz gute Tutorials. Wer gar nicht weiterkommt, kann mir einen Kommentar hinterlassen und dann schaue ich, was ich machen kann. Wenn ihr das nicht nach meiner Anleitung macht, müsst ihr mindestens Java 9 nutzen, weil dort ein paar mehr Ergänzungen und Neuerungen eingeführt wurden, die ich hier auch in den Tutorials nutze. Und wenn ihr jetzt mit der 8er Version arbeitet, dann werdet ihr das nicht nachvollziehen können. Gut, also los geht's. Ich wollte noch mal ganz kurz auf die Struktur von Java eingehen. Wir haben das ja in einem vorausgegangenen Video schon mal kurz besprochen, dass wir bei Java einen Source Code in der Programmiersprache Java schreiben. In unserem Fall wird es ein ganz kleines Testprogramm sein, das vielgerühmte Hello World Programm, das eigentlich nur dafür da ist, dass wir gucken, ob eben der Compiler läuft und wir das Programm starten können. Gut, das Testprogramm übergeben wir jetzt an den Compiler und das ist das Programm Java C.exe. Genau das brauchen wir, um eben unseren Source Code in einen Bytecode umzuwandeln. Und dieser Bytecode wird dann von der virtuellen Maschine übernommen und ausgeführt. Das war java.exe. Dort finden wir eben, oder das ist genau diese virtuelle Maschine, die in der Lage ist, sich wie ein Rechner zu verhalten und diesen Java-Code, den man auch Bytecode nennt, auszuführen. So, dieses Java C.exe und Java.exe finden wir auf unserem Rechner noch nicht, wenn wir Java noch nicht eingerichtet haben. Und genau darum soll es heute gehen, dass wir genau diese beiden Programme irgendwie uns auf unseren Rechner schmeißen. Gut. So, auf unserem Rechner finden wir hoffentlich einen Internetbrowser. Welchen ihr nehmt, ist komplett wurscht. Wir werden jetzt Java installieren, respektive uns die Installationsprogramme für Java holen. Allerdings wird der ein oder andere vielleicht feststellen, es gibt mehrere Optionen, Java auf seinen Rechner zu bringen. Im Wesentlichen ist es so, dass die Firma Oracle der Besitzer von Java ist und auch die Weiterentwicklung übernimmt und Oracle jetzt im Jahr 2018 an dem Lizenzmodell ein bisschen rumgeschraubt hat und dadurch gibt es relativ viele Änderungen in der Nutzung von Java und damit wir alle das Gleiche nutzen und nicht mit irgendwelchen Neuerungen durch Lizenzierungen irgendwie aufgehalten werden, habe ich mich dazu entschieden, nicht die normale Oracle-Version von Java zu verwenden, sondern die Open-Java-Version. Das wird auch von Oracle supported, also es ist nichts Schlechtes oder sowas, sondern es ist ein offenes System und das ist komplett kostenfrei zu nutzen. Und läuft auch auf allen Betriebssystemen. Also insofern dürfte es kein Problem gehen für irgendjemanden, dieses zu installieren. Wer schon Java auf seinem Rechner drauf hat, der kann das auch weiter nutzen. Der kann diese Installation auch einfach skippen. Ihr müsst es nicht genauso machen wie ich. Aber wichtig ist, dass ihr mindestens die Version 9 auf eurem Rechner habt. So, wir starten einen Browser. Und dort geben wir jetzt die Internetadresse ein. Das ist an der Stelle jetzt openjdk.java.net. Und
Dort finden wir dann da unten einen Download-Bereich. Und zwar wollen wir die Binaries, also die fertig kompilierten Sachen haben. Wir wollen das ja nicht weiterentwickeln, sondern nur mit Java entwickeln. Wir gehen auf den Windows-Rechner und laden uns das ZIP-File runter. Das speichern wir einfach auf dem Rechner und warten, bis der Download beendet ist. So, danach können wir hier oben jetzt bei diesem Browser zumindest dieses File öffnen. Und danach schauen wir hier unter Programme, wollen wir es reinkopieren. Das heißt, wir machen Doppelklick, sind dann in diesem ZIP-File drin und kopieren einfach dieses JDK 11.01, bei euch ist es vielleicht schon eine weitere Version, in diesen Programmeordner. Da braucht ihr dann Adminrechte dafür. Ich gehe mal davon aus, ihr habt Adminrechte auf eurem Rechner. Wenn nicht, müsst ihr euren Systemadministrator fragen, dass er euch das entsprechend rüberkopiert. Dann benennen wir das nochmal um, weil diese Versionsnummer ein bisschen umständlich ist. Wo ist es hier? So, da machen wir jetzt einfach JDK 11 raus. Das ist für uns absolut okay. Die zusätzlichen Versionsnummern brauchen wir nicht. Und hier im Binary-Ordner, hier finden wir jetzt unsere beiden Programme. Und zwar die Java.exe, die virtuelle Maschine, und drunter, zwei drunter, ist Java.c.exe. Das heißt, wir haben die Programme jetzt auf unserem Rechner. So, jetzt wollen wir ein Java-Programm schreiben. Und dazu starten wir jetzt erstmal unseren File Explorer. Wenn der offen ist, dann gehen wir in irgendein Verzeichnis, wo wir arbeiten wollen. Ich habe jetzt hier mal unter C des Tutorials Verzeichnis angelegt. Und bevor wir jetzt loslegen, müssen wir noch eine Sache kurz klären. Und zwar, ihr müsst gucken, ob bei euch die File Extensions angezeigt werden. Also, was müssen wir machen? Wir gehen hier auf Ansicht und dann hier ganz rechts auf Optionen und dann hier gleich dieser Punkt Ordner und Suchoptionen ändern. Und hier finden wir wieder einen Reiter Ansicht und jetzt seht ihr hier Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden. Und genau den Haken braucht man nicht. Also wenn es so aussieht bei euch, dann müsst ihr einmal draufklicken, dass der Haken weg ist. Wofür das Ganze? Wir wollen jetzt ein Java-File schreiben. Dazu machen wir rechte Maustaste, neu und dann ein neues Textdokument. Und das nennen wir jetzt Hello World. Und hier müssen wir jetzt die sogenannte File Extension ändern. Wenn dieser Haken nicht gesetzt, oder wenn dieser Haken gesetzt wäre, dann wäre das nicht möglich. Und dann könnten wir aus dem .txt kein .java machen. So, dann warnt er uns nochmal, ob wir sicher sind, dass wir es wirklich ändern wollen. Und na klar, wir sind sicher. Gut, soweit haben wir das jetzt vorbereitet und können jetzt anfangen, das File zu editieren. Und dazu gehen wir jetzt mit der rechten Maustaste auf, wo ist es, Öffnen mit und dann dem Editor. Wenn der Editor dann offen ist, können wir jetzt anfangen, das Programm zu schreiben. Der einzige Sinn dieses Programms ist es, dass wir mal gucken, ob unsere Umgebung funktioniert. Sprich, dass wir kompilieren können, dass wir unseren Code ausführen können. Und dazu überlegen wir uns das denkbar einfachste Programm, was es gibt, und das gibt einfach nur auf der Konsole einen kleinen Text aus, in unserem Fall Hello World. So, jetzt mache ich ein paar Schlüsselwörter, die ich eigentlich erst später erklären kann. Die brauchen wir aber, um überhaupt Java dazu zu bringen, eben unseren Code zu kompilieren und auszuführen. Und das heißt, ihr müsst mir jetzt erstmal vertrauen, dass das, was ich jetzt hier mache, richtig ist und ich euch dann später dann irgendwann mal erkläre, was da eigentlich dahinter steckt. So, wir fangen an mit objektorientierten Schlüsselbegriffen wie Public und Class. Weil Java eine objektorientierte Programmiersprache ist, brauchen wir diese Begrifflichkeiten hier. Wenn wir in die Objektorientierung einsteigen, dann werden wir das nochmal genau anschauen, was das jeweils bedeutet. Wichtig ist jetzt, dass die Klasse, die wir hier schreiben, also dieses Programm, dieses Programmfragment, genauso heißen muss wie unser File, also Hello World. Dann öffnen wir eine geschweifte Klammer und immer wenn wir in Java eine geschweifte Klammer oder überhaupt eine Klammer öffnen, dann müssen wir sie auch gleich wieder schließen. Das mache ich hier gleich, dass ich es nicht vergesse. So, jetzt kommt das eigentliche Programm, das wir ausführen wollen und das fängt jetzt auch wieder mit Public an. Static, das sind alles so objektorientierte Begriffe, wie gesagt, kommt alles noch. Dann Void, das werden wir besprechen, wenn wir über Unterprogramme reden, das ist der Rückgabewert. Und dann heißt dieses Programm, weil es das Hauptprogramm ist, Main.
Das hat auch sogenannte Parameter, über die werden wir auch nochmal sprechen. Das ist nämlich ein String Array und das sind die Argumente. Wenn wir über Arrays sprechen, dann werden wir damit eben mal ein bisschen rumspielen, was wir damit eigentlich machen können. So, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Und jetzt holen wir uns aus der Systembibliothek für die Ausgabefunktionen den println, also println. Das ist keine 1 hier, sondern ein L, also println. Und als Parameter geben wir Hello World ein in Hochkommas, doppelten Hochkommas, damit weiß Java, dass es sich um einen String handelt. So, soviel zu unserem Programm. Um das Kompilieren jetzt durchzuführen, brauchen wir eine Eingabekonsole. Die Eingabekonsole ist die Möglichkeit, jetzt nicht über Klicks irgendwelche Sachen zu steuern. Also üblicherweise starten wir ja Programme mit einem Doppelklick, sondern mit Kommandos. Das ist deshalb notwendig, weil wir dem Compiler über ein Kommando mitteilen müssen, welches File er denn compilen soll. Also, was machen wir? Wir gehen unten links hier rein und geben cmd für Command ein und drücken Enter. So, gespeichert haben muss ich das File natürlich auch, also STRG S oder über Datei-Menüeintrag speichern. Und jetzt, wenn die Konsole offen ist, befinde ich mich hier in dem Heimatverzeichnis. Ich habe hier den User Mike A, deswegen bin ich hier unter C Users Mike A. Für den einen oder anderen vielleicht jetzt ungewohnt, wir befinden uns jetzt hier in der Eingabekonsole und wir können hier nicht mit der Maus arbeiten, wir können hier nur mit Befehlen arbeiten. Und ich muss jetzt irgendwie es schaffen, in den Ordner zu gehen, wo ich mein HelloWorld.java geschrieben habe. Und das schaffe ich jetzt hier mit dem Befehl Change Directory, kurz CD. Und jetzt muss ich einen hochgehen und das Kürzel für einen Ordner höher ist Punkt, Punkt. Das heißt, ich möchte jetzt von Mike A in den Ordner reingehen, wo der Ordner Mike A drin liegt. Das wäre Users. So, jetzt bin ich da. Jetzt kann ich den Befehl nochmal eingeben oder ich kann es mir leicht machen und die Pfeiltaste 1 nach oben drücken, dann kommt der alte Befehl wieder. So, Enter und dann bin ich hier. Und jetzt Change Directory und jetzt kann ich Tutorials eingeben oder nachdem es nur einen Ordner hier gibt, der mit TU anfängt, kann ich TU eingeben und den Tabulator drücken und dann bin ich automatisch hier bei Tutorials. So, bin ich hier richtig? Können wir mal schauen. Und zwar mit Hilfe des Befehls dir für Directory. Können wir gucken, was da so alles drin ist. Und siehe da, hier ist mein HelloWorld.java. So, jetzt möchte ich das kompilieren. Wir haben ja vorhin mal gesehen, dass der Compiler eigentlich Java C heißt. Aber Windows kennt Java C noch nicht. Windows hat auf gut Deutsch keine Ahnung, wo Java C eigentlich liegt. Jetzt können wir Windows helfen und sagen, Java C liegt eigentlich in der C-Doppelpunkt. Backslash Pro, jetzt drücke ich wieder Tabulator, Program Files, so, dann JDK 11, dann Backslash Bin und dann Backslash Java C.exe. So, diese doppelten Anführungsstriche müssen sein, weil wir hier ein Leerzeichen drin haben. Also Microsoft fand es eine gute Idee, alle Programme in einen Ordner zu packen, wo es ein Leerzeichen gibt. Fand ich jetzt nicht so dolle, aber okay, damit müssen wir jetzt leben und immer mit diesen doppelten Anführungsstrichen arbeiten, damit Windows weiß, wo eben der Befehl eigentlich aufhört. Und der hört jetzt in unserem Fall nach den doppelten Anführungsstrichen auf. Sonst würde er nach dem Leerzeichen als beendet interpretiert werden. So, dem Java C muss ich jetzt mitteilen, was denn kompiliert werden muss. Und was kompiliert werden muss, ist unser File Hello World.java. So, jetzt hat er irgendwas gemacht, was weiß ich nicht. Schauen wir mal und wir können mit dir mal gucken, ob sich was geändert hat. Und siehe da, jetzt gibt es hier ein Hello World.class. Okay, das ist jetzt unser Kompilierungsergebnis, das Kompilat, wie man so schön sagt. Und jetzt wollen wir das mal ausführen. Also machen wir das gleiche wieder. Und zwar spare ich mir dieses ganze rum, Tabulator klicke und sage jetzt hier einfach anstatt Java C, sage ich nur Java-Exe und anstatt HelloWorld.java nur HelloWorld. Das ist der Klassenname, so haben wir ihn ja festgelegt. Und wir sagen jetzt im Prinzip der Java Runtime-Umgebung, also der virtuellen Maschine, bitte starte das File oder die Klasse HelloWorld. So, und dann schauen wir mal.
Und siehe da, jetzt haben wir hier tatsächlich Hello World auf unserer Konsole stehen. Das heißt, wir konnten kompilieren und wir konnten ausführen. Gut, jetzt müssen wir aber noch eine Sache kurz anpassen, weil das mit dieser Pfadangabe, das finde ich ein bisschen nervig. Und dazu gehen wir wieder in unseren Explorer zurück. Hier sehen wir jetzt, hier ist unser HelloWorld.class-File entstanden. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gehen wir hier mal auf dieser PC. Da gehen wir jetzt mal drauf und gehen auf Eigenschaften. Dann öffnet sich ein Fenster, wo wir die Eigenschaften unseres Windows-Rechners einstellen können. Und hier bin ich jetzt auf diese erweiterte Systemeinstellungen gestoßen. So, das gucken wir uns jetzt hier mal an. Und hier finden wir die Umgebungsvariablen. Da klicken wir jetzt auch nochmal drauf. Und hier finden wir jetzt wiederum eine Umgebungsvariante unter den Systemvariablen, die heißt Path. Und die bearbeiten wir. So. Bevor wir das jetzt machen, gehen wir nochmal zurück auf unseren Explorer. Und hier hatten wir ja unter, wo war es, Programme. Dann hatten wir, wo ist es? Hallo Java, IJ Java, JDK. Bin. Das war das Verzeichnis, das wir an der Stelle gebraucht haben für unsere für die Lokation oder die Identifikation von Java und Java C. Wo ist es? Java C, da. So, und genau diesen Pfad, den markiere ich und mit STRG C oder rechte Maustaste kopiere ich mir in meine Zwischenablage, gehe jetzt wieder auf diese Variablen und ich sage, ich möchte einen neuen Eintrag haben und jetzt mit STRG V gebe ich genau diesen Eintrag ein. Und damit weiß Windows, wenn ich jetzt Java C eingebe, dass das vielleicht hier irgendwo sein könnte. Und dann klappert Windows alle diese Pfade ab und spätestens hier wird es dann Java C und Java finden. So, soweit, so gut. Jetzt machen wir überall OK und wollen das Ganze mal ausprobieren, ob es auch wirklich funktioniert. Und dazu testen wir jetzt mal kurz was. Wir machen jetzt einfach mal in unserem Programm, also in diesem Hello World Programm, eine klitzekleine Änderung, dass wir sehen, ob sich das wirklich verändert hat, indem ich hier einfach ein Ausrufezeichen mache. So, dann wieder STRG S für Speichern oder, und wie gesagt, unter Datei Speichern, aber STRG S geht am schnellsten. So, jetzt ist wichtig, dass wir die Konsole neu starten, weil diese Änderung muss erst dieser Konsole mitgeteilt werden. Das heißt, dieses Programm, das die Konsole eigentlich darstellt, das prüft beim Start erstmal, was steckt denn in dieser Pfadvariable drin. Und genau das probieren wir jetzt aus. Das heißt, wir geben wieder hier unser CMD ein und starten die Konsole. Da sind wir wieder. Und jetzt gehen wir wieder zurück in unser Tutorials-Verzeichnis, also cd. Das Ganze zweimal, cd, Tutorials. Und jetzt probieren wir mal, ob Java funktioniert ohne diese Pfadangabe. Also Java, Hello World. Und siehe da, es funktioniert. Jetzt noch ohne Ausrufzeichen. Warum? Wir haben noch nicht kompiliert. Also Java, hoppla, Java C, Hello World.java. Er kompiliert und jetzt holen wir uns unseren Java-Befehl wieder und siehe da, das Ausrufezeichen ist da. Also hat alles soweit funktioniert. Wir haben jetzt unsere Umgebung eingerichtet. Eine Sache müssen wir jetzt aber noch setzen, die diversen anderen Programmen hilft, besser mit Java umgehen zu können. Das ist die Java-Home-Variable. Das machen wir jetzt noch schnell, damit ihr das auch glatt gezogen habe, weil wir werden dann in dem nächsten Video uns das Thema IDEs anschauen, also Integrated Development Environments, und da muss diese Variable dann gesetzt sein. Wir gehen also wieder auf unseren File Explorer und gehen wieder hier hoch. Hier kopieren wir gleich nochmal den Pfad, allerdings ohne das Bin. Das heißt, wir gehen streng genommen einen hoch und diesen Pfad brauchen wir jetzt für die sogenannte Java Home Variable. Hier dieser PC wieder, rechte Maustaste, Eigenschaften ganz unten, dann sind wir wieder auf dem Fenster, Systemeinstellungen, Umgebungsvariablen und hier bei den Systemvariablen erzeugen wir uns jetzt eine neue, die nennen wir Java-Home und was da reinkommt, ist einfach dieser Pfad
ohne das Bin. So, okay, 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 das weg. Und damit sind wir jetzt hier soweit und haben unser erstes Programm wirklich geschrieben. Es macht noch nicht viel zugegebenermaßen, aber hey, es ist ein Anfang. So, im nächsten Video schauen wir uns dann an, ob es Software gibt, die uns dabei hilft, diesen Entwicklungsprozess ein bisschen effizienter zu gestalten. Und gute Nachricht, Leute, es gibt Software sogar for free, die uns hierbei hilft und genau die werden wir dann installieren. Also, bis dahin sehen wir uns dann hoffentlich wieder und ja, ich hoffe, es klappt alles bei euch, dass euer System so läuft, dass wir damit arbeiten können. Also, bis zum nächsten Mal.